CO-Vergiftungen, also Quellen gibt es Unmengen. Also es ist nur eine kurze Auflistung. Das Auto, es wird immer wieder berichtet von Unfällen. Junges Liebespaar in Tirol im Tiefschnee, starten das Auto. Das Auto ist komplett mit Schnee bedeckt und steht im Tiefschnee und werden später gefunden. Tot. Was war passiert? Das Autoabgas hat sich unter dem Auto gesammelt und von der Lüftung hat es wieder angesaugt. Dasselbe gilt auch für so Alkoholiker, die oder so nach einer Zechtour irgendwo in einer Laube oder wo drinnen stehen und das Auto rennen lassen, ist auch schon vorgekommen. Gas- und Holzkohlegrill, man glaubt gar nicht, wie viele Leute indoor grillen mit Gas- und Holzkohlegriller. In Berlin ein Spanferkel im Keller gegrillt. Es ist nicht so abwegig. Also wir erhalten hier generell eine Vortragsreihe über die Gefahren an der Einsatzstelle durch Kohlenstoffmonoxid. Und das ist das, was wir versuchen. Wir wollen hier die Einsatzkräfte, als auch natürlich Besucher, die hier Interesse dran haben, über die Gefahren durch CO einfach mal in Kenntnis setzen und sagen, Achtung, da könnte eine Gefahr für euch sein. Achtet bitte das nächste Mal drauf. Und gerade für die Kräfte, die die CO-Warner mit sich führen, zu zeigen, nimm das Ding bitte mit, damit du selbst geschützt bist und eventuell Aussagen getroffen werden können, was in der Atmosphäre alles für Gase und Dämpfe vorhanden sind. Also gezielt werden in dieser, ich nenne es mal Vortragsreihe in dieser Woche, werden auf jeden Fall speziell die Einsatzkräfte geschult, sprich die Feuerwehr, also Rettungsdienstpersonal, die vor Ort sind. Man kann sagen, die Hälfte aller CO-Vergiftungen passieren im Hochsommer oder bei sehr heißen Temperaturen. Der Grund dafür, bei den hohen Außentemperaturen haben die Rauchfänge keinen Auftrieb. Das heißt, das Abgas, ich habe meistens sogar einen Gegenzug, das heißt, die Temperatur von außen kommt in die Wohnung. Ich habe einen Gegenzug. Man merkt es am schönsten beim Holzofen an einem Herbsttag, wo den ganzen Tag die Sonne drauf scheint auf dem Rauchfang und dann würde ich anheizen, es wird nicht funktionieren. Ich muss mit Papier anfangen, dass ich einmal einen Auftrieb zusammenbringe. CO ist in Wien, als ich als Inspektionsrauchfangkehrer angefangen habe, ist es immer wieder zu CO-Unfällen gekommen, wo Rettungspersonal vergiftet wurde. Und meine Meinung war halt, man muss intensiv Schulungen machen und in weiterer Folge sind eben dann CO-Warngeräte angekauft worden und wir haben halt jetzt in Wien ein System, das, sage ich mal, funktioniert. Am Anfang wird das Thema immer sehr skeptisch gesehen, aber man im Laufe des Vortrags und nach dem Vortrag merkt man, dass es gut angenommen wird und ich glaube, anhand der guten Einsatzbeispiele wird ein Umdenken stattfinden und es aufgrund der Reaktion sieht man das Umdenken. Und dieses Projekt in Wiesbaden ist halt nur möglich, wenn halt die Feuerwehrleute und die Rettungsleute ihre Warngeräte mitnehmen. In den letzten Jahren haben die Selbstmorde aufgrund in den ganzen einschlägigen Selbstmordforen wird immer wieder geschrieben, Selbstmord durch CO ist gut, schnell, effektiv. Problem, wenn das ganze Haus dann betroffen ist. Bei Schornsteinbränden, überhaupt bei alten Ziegelrauchfängen, ich sage Rauchfänge, entschuldigen Sie, das ist so. Die Rauchfänge gehen auf. Die Fugen werden undicht und es ist heute wichtiger, bei einem Rauchfangbrand mit einem CO-Messgerät zum Durchgehen wie bei einer Wärmebildkamera. Weil die höchste Temperatur an der Außenseite vom Rauchfang haben Sie erst nach 3 bis 4 Stunden. Es ist die CO-Messung im Vorhinein wichtiger. Ja, CO ist ein ganz heimtückisches Gas, ist geschmackslos, geruchlos, ist nicht sichtbar und von daher gesehen ja, nicht einschätzbar und verbirgt halt die Gefahr von akuten Schäden wie von Spätschäden. Eine CO-Vergiftung kann man häufig gar nicht erkennen. Also viele Leute klagen über grippeähnliche Symptome. Müdigkeit, Fieber wird häufig beschrieben, Schwindel, Erbrechen, Gleichgewichtsstörung etc. etc. Wirklich manifest oder manifaltig. Kann man gar nicht richtig annageln. Man geht auch häufig bei älteren Menschen von einem Kollaps aus. Dabei sind die eigentlich intoxikiert, haben CO-Intox. Warum? Ich denke mal, jeder von euch, Ihnen, kennt das Bild. Irgendwo in der Wohnung ist es so, in der Dusche oder in der Badewanne hängt so ein Durchlauferhitzer. Das Ding heizt natürlich, Wasser kommt raus, warmes Wasser. Jetzt die Türe zu. Die Zwangsverlüftung ist durch Staub verlegt oder IKEA macht es möglich. Es hängt ein Bademantel davor, Handtücher davor und die Belüftung ist nicht mehr gegeben. Das heißt, das brennt ja vor sich hin, das Feuer braucht Sauerstoff. Wo zieht es denn aber her zur Verbrennung? Im Raum ist ja nichts mehr drin. Also bläst es praktisch die Abgase in den Raum rein und von außen wird durch das Abgasrohr wird der Sauerstoff angesaugt.
und es brennt weiter. Dadurch habe ich einen erhöhten CO-Gehalt in dieser Bad selbst. Also generell im Rahmen eines Einsatzes muss die Feuerwehr wie immer auf größtmöglichen Eigenschutz achten. Ganz klar, die sind ja mit dem Armschutzgerät unterwegs, aber auch für die Ersthelfer oder Rettungsdienstler ist der Eigenschutz oberste Priorität. Dann für den Patienten oder für Betroffene eine möglichst hohe Sauerstoffgabe am Notfallort. Dann eine normale Regelversorgung mit Infusion, EKG und was die Patienten halt akut in dem Moment brauchen, auch Reanimation, wie gesagt, was gebraucht wird. Und dann möglichst hohe Sauerstoffgabe, wie schon gesagt, und möglichst schnelles Verbringen eine Druckkammer. Eine Schadensruhe. Und genau das war das auch gewesen, was wir hatten diese Woche mit diesem CO-Suizid. Wir hatten eine Schadenswohnung und in einer Nachbarwohnung wurde ein Kind aufgefunden. Beaufschlagt mit CO. Und das ist halt der Nachteil, oder auch für uns dann wichtig zu wissen, CO diffundiert durch Wände, Decken hindurch. Es strömt überall dahin, wo es einen Stand braucht. Deshalb gilt es auch, wenn mal so ein Bereich aufgefunden worden ist, da ist CO gewesen oder ein Gas, was wir vermuten, generell, aber für uns speziell CO, diffundiert in andere Räume durch. Diese Räume gehören auch kontrolliert.